Du will ich. Was? Die Alge, die du präsentiert hast, war unter aller Sau. Ich denke, ich verdiene eine Erklärung. Du irrst dich. Die Probe stammt von einer unserer leistungsstärksten Kulturen. Das glaube ich dir nicht. Zu meinen Zeiten konnte die Alge viel mehr als das. Da redest du dir was ein. So viel stärker war die Alge früher auch nicht. Sie war aber stärker. Und sie hätte die Investoren auch ohne mein Zutun überzeugt. Wenn du meinst. Er wollte das doch bestimmt sabotieren. Ich glaube, das wird doch der geheime Plot-Twist sein, dass der dahinter steckt. Das Ganze sabotieren will. Also nochmal. Was stimmt mit der Alge nicht? Mal sehen. Niemand interessiert sich dafür. Sie findet keinen Absatzmarkt, die Forschung ist schweineteuer und keiner will das mehr bezahlen. Aber wir haben doch jetzt einen potenziellen Investor. Nur solange dein Betrug nicht auffliegt. Er wird nicht auffliegen, wenn du mir verrätst, wo die richtige Alge ist. Die richtige Alge also? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wir haben doch die für diese B und sonst da was unten gefunden haben. Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Siehst du, genau da liegt das Problem. Sie ist nicht mehr deine Alge. Dein Sohn ist jetzt für dein Lebenswerk verantwortlich. Ob das nun irgendjemandem in diesem Raum gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast hier nichts mehr verloren. Bist du immer noch wütend auf mich? Natürlich bin ich wütend. Wenn dir der Planet nicht wichtiger gewesen wäre als deine Familie, dann hätten wir vielleicht noch eine. Meta hat mir nie gesagt, dass sie krank war. Wie auch? Du warst ja nie da. Du hast das Nasenbluten nicht gesehen, als es anfing. Du hast sie nicht gehalten, wenn sie das Bewusstsein verlor. Du hast sie nicht einmal ins Krankenhaus gebracht, als es bereits zu spät war. Sie hätte mir doch nur einmal etwas sagen müssen. Hat sie aber nicht. Weil sie dachte, dass du es irgendwann vielleicht schon merken würdest. Tja, Pech gehabt. Duwe, es tut mir leid. Gut zu wissen. Sonst noch was? Na, was macht das Leben als neuer Forschungsleiter der Atlas 11? Was soll es schon machen? Es kotzt mich an. Kaum zu glauben, dass ich wirklich mal so werden wollte wie du. Du trägst jetzt viel Verantwortung. Die Zukunft der Welt hängt von deiner Forschung ab. Die Zukunft der Welt ist aber nicht meine Zukunft. Ich will nicht so enden wie du, Vater. Ich will ein Leben haben, eine Familie. Stattdessen sitze ich hier fest. Hast du dein Leben so sehr? Tja, c'est la vie. So ist es nun mal. Bis später. So, kommen wir jetzt hier wieder rauf. Ich muss erst herausfinden, was mit der Okay, können wir nicht. Können wir ihn mal hier zur Frage stellen? Zur Rede stellen? Rate mal, was ich in meinem alten Kittel gefunden habe. Die ausgetrocknete Delta-Alge? Ja. Woher weißt du das? Weil du dich daran kaputt gearbeitet hast. Du hast ständig Proben mit dir herumgeschleppt. Bis hin zu dem Tag, an dem sie dich auf einer Bahre heraustrugen. Tja. Ihr habt meinen alten Laborkittel behalten. Ich trage ihn manchmal zum Putzen. Mein eigener ist mir dafür zu schade. Was soll das? Lass mich mit deinem Kram in Ruhe. Mit dem Messer bedrohen. Erst machst du mich zum Chef und dann versuchst du mich zu ermorden. Vielen, vielen Dank. Das ist unser altes Küchenmesser aus unserer Wohnung in Oslo. Erinnerst du dich noch? Ich schon. Ich bin überrascht, dass du das auch noch weißt. Immerhin warst du kaum dort. Ja. Was soll das? Lass mich mit deinem Kram in Ruhe. Okay, es bringt alles nichts. Vielleicht können wir bei der Frau Professor noch. Das war vor 30. Das erste Jahr. Das stimmt ja. Siehst du. Ja, okay. Ich hab zu viel gequatscht. Zu viel übersprungen. Abgesehen von den Sorgenfalten scheint es ihr gut zu gehen.
dass euch den Dialog geskippt. Das ist ja dumm. So, was ist hier? Ich habe eine vertrocknete Probe in meinem Kittel gefunden. Bitte, Bent, leg sie wieder weg, bevor irgendjemand zu Schaden kommt. Oh, hier gibt's noch Sachen. Aktenschrank. Ich hab ganz übersehen. Hier finden sich alle Akten über die Forschung. Mal sehen, wo ist die Akte für D54H? A, B, D32, B15. Und hier kommt schon wieder A. Was für ein Durcheinander. Ich sehe schon, das wird länger dauern als gedacht. Verdammt! Ich habe den kompletten Schrank jetzt dreimal durchwühlt und keine Spur von D54H. Aber wo zum Henker ist sie dann? Tja, vielleicht weiß Lisa mehr. Lisa? Ja? Hast du die Akte der Delta-Alge gesehen? Was? Du bist keine 10 Minuten wieder im Labor und schon durchwühlst du wieder irgendwelchen Papierkram. Hast du die Akte oder nicht? Nein, und ich empfehle dir auch, weiter nicht danach zu suchen. Vertrau mir da einfach. Es wäre besser für dich. Bis später. Bis dann, Ben. Naja. Hier kommen die zu untersuchen. Es ist bereits leer. Massenspektrometer. Mit dem Gerät kann ich die chemische Zusammensetzung von verschiedenen Substanzen feststellen. Dafür muss ich nur den zu untersuchenden Stoff in das Reagenzglas hinter der Klappe füllen und das Gerät anschmeißen. Den Rest macht die von mir und Lissa entworfene Elektronik. Ich muss erst etwas in das Reagenzglas hinter der Klappe füllen. Es ist bereits leer. Okay, was könnte man denn da reinfüllen? Die Alge? In der Petrischale ist eine tote, ausgetrocknete Art. Die Diagnose schaffe ich gerade noch ohne Massenspektralanalyse. Ja. Dann gehen wir mal wieder. Oha. Die Waschmaschine rumpelt. Lissas alte Waschmaschine scheint sich das übliche. Weiße Kittel, blaue Jeans und goldene Handtücher. Wem gehört denn sowas? Erstmal das Wasser abpumpen. Wasser abgepumpt. Fertig zum Entladen. Warum denn sowas? Das ist doch sass. Ist das da wirklich ein Handtuch aus goldenem Stoff? Wie geschmacklos. Hotel Le Comte du Roy. Barcelona. 5 Sterne. Herrgott, wie kommt das denn hierher? Ein 5-Sterne-Hotel kann sich hier doch niemand leisten. Oder schon. Oder schon. Na, korrupt ist und sich Geld zurücklässt. Ich verstehe das nicht. Woher hast du das Geld für so ein teures Hotel? Das geht dich verdammt nochmal nichts an. Ich dachte, ihr habt kein Geld mehr. Und du fährst einfach so in ein 5-Sterne-Hotel nach Barcelona? Das ist mein Privatleben, verstanden? Sag doch. Damit hast du nichts zu tun. Also verschwinde hier und lass dich bloß nie wieder blicken. Ich sag doch, das ist ein Saboteur. Ich hab doch gesagt, hau ab! Nur die Ruhe. Ich will dir doch nur eine Frage stellen. Frag. Und dann verschwinde endgültig in deinen Lebensabend. Ich kann es nicht leiden, wenn mir jemand in meinen Privatsachen herumschnüffelt. Bis später. Ich muss erst herausfinden. Ich muss erst herausfinden.
Okay. Mit dem goldenen Handtuch können wir jetzt nichts mehr machen. Was das ihm vorhalten? Nein, das habe ich ihm schon gezeigt. Und das fand er damals schon nicht gut. Ein goldenes Handtuch mit eingesticktem Namen. Mhm. Riecht wie frisch gewaschen. Aus dem gleichen Grund ist es auch noch triefend nass. Ein goldenes Handtuch. Herrgott, wie kommt das denn hierher? Ein Fünf-Sterne-Hotel kann sich hier... Okay. Wir gehen nochmal wieder runter. Sind vielleicht noch weiteres da drin? Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Ja. Vielleicht kann sie was dazu sagen. Was hat es mit diesem Handtuch auf sich? Es gehört Duva. War er wirklich in einem Fünf-Sterne-Hotel? Das kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Bent, wenn du etwas über deinen Sohn wissen willst, dann frag ihn selbst. Und wenn er mir nichts erzählt? Dann geht es dich vielleicht nichts an. Okay. Der spricht aber nicht mit mir. Tja, nun. Was machen wir jetzt mit dem Handtuch und dem Zeug? Heckmeck, Schleckspecht. Das ist doch Quatsch. So ein Quacksalber. Puh, besser nicht. Tja, also. Die Tür bleibt zu. Tja. Können wir hier noch Nintendo rumdoktern? Wahrscheinlich nicht. Meine alte Antenne. Marke Eigenbau. Wer hätte gedacht, dass das alte Ding noch steht? Die Sprechanlage müssen wir bestimmt noch irgendwas machen. Ich bin's, Bent. Ah, alter Haudegen. Gut, dass du anrufst. Ich wollte fragen, wie lange du uns noch beehren magst. Das kann ich noch nicht sagen. Kein Problem. Wenn du mir aber rechtzeitig Bescheid gibst, kann ich dir den Transport und die Unterkunft auf dem Festland organisieren. Je nachdem, wo du hingebracht werden willst. Danke, okay. Barney. Eigentlich wollte ich nur etwas plaudern. Immerhin haben wir uns lange nicht gesehen. Du, ich bin leider gerade noch etwas beschäftigt mit den Investoren. Aber sobald ich fertig bin und der letzte Anzugträger die Insel verlassen hat, komme ich zu euch rüber. Klingt das gut? Das klingt sogar sehr gut. Schön. Wegen meiner Rückreise. Buche mir bitte eine Unterkunft. Ich nehme an, du willst zu der Konferenz, die Faye erwähnt hat. Ich kann dir in Downtown Oslo das Grand Welcome Inn empfehlen. Oder das Garden City Hotel in der Nähe vom Botanischen Garten. Aha. Buche mir ein Zimmer im Hotel Le Comte du Roy in Barcelona. Bist du dir da sicher? Klar.
Ich habe eine Schwäche für dekadente Fünf-Sterne-Hotels. Das meine ich doch nicht. Das Duroir ist ein sehr spezielles Hotel. Ist es ein Bordell? Nein. Es ist zwar auch auf männliche Gäste spezialisiert, aber es ist kein Bordell. Sagen wir einfach, dass sich die wenigsten Arbeiter auf unserer Insel dort wohlfühlen würden. Aber Duve hat sich dort wohlgefühlt. Ich will mich da nicht einmischen. Lass Duve es dir erklären. Oder finde es selbst heraus. Kann ich dir sonst noch bei irgendwas helfen? Aber Duve redet nicht. Was hat das mit diesem Hotel auf sich? Es ist an sich ein ganz normales Hotel, aber mit einer klaren Zielgruppe. Und weder ich, noch du, noch Lissa oder der Doc gehören dazu. Aber du, ja. Ja. Gibt es was Neues von den Investoren? Sie können immer noch kaum fassen, was du ihnen gezeigt hast. Und um ehrlich zu sein, ich kann es auch nicht. Das war doch nicht wirklich die Alge, die das bewirkt hat, oder? Nein. Natürlich nicht. Was hast du dir dabei nur gedacht? Es ging nicht anders. Indes will die Alge aufkaufen und einstampfen. Und er hätte es fast geschafft, wenn ich die Präsentation nicht manipuliert hätte. Aber der Betrug wird auffliegen und dann wird uns niemand mehr sein Geld anvertrauen. Die Investoren vielleicht nicht. Aber bei denen spielen wir ja auch nur auf Zeit. Wichtig ist das Gremium in Oslo. Und genau deswegen bin ich hier. Tut mir leid, Ben, aber ich kann dir nicht folgen. Das ist in Ordnung. Hauptsache, du vertraust mir noch. Und, erzähle Faye bitte nichts von meinem kleinen Trick. Du fühlst dich also doch schuldig? Sagen wir einfach, dass sie sehr viel von uns hält und dass ich sie nicht enttäuschen will. Da hast du dir ja ein Schlamassel eingebrockt. Ich weiß. Und jetzt lass uns bitte das Thema wechseln. Wegen meiner Rückreise. Ach, ich kümmere mich doch lieber selbst drum. Wie du willst. Was hat es... Es ist an sich ein Grund wieder. Aber du... Bis später. Okay. Gut. Wir müssen Wendler zum Rufen. Dr. Svensson? Am Apparat. Gibt es inzwischen eine Nacht? Nein, immer. Ich möchte das... Und wen? Ja. Rufen Sie meinen Sohn. Und was soll ich ihm sagen? Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Zum Funkhaus? Warum sollte er zum Funkhaus kommen? Weil Sie eine Funkmeldung für ihn haben. Habe ich das? Ja, sagen Sie ihm... Sein Freund ist gerade in der Leitung, seine Frau wartet auf einen Notruf. Sagen Sie ihm nichts, er soll einfach kommen. Eine Geldkarte in einem Hotel Barcelona liegen lassen. Ein Freund hat angerufen. Aber sagen Sie ihm gar nichts. Sein Freund hat angerufen. Wird gemacht. Wie hast du erfahren, dass Duve schwul ist? Ach, Bernd. Guck doch nicht so. Ihr redet doch noch nicht einmal über das Wetter. Wieso sollte er dir dann von seiner sexuellen Orientierung erzählen? Aber ich hätte das doch akzeptiert. Weiß ich denn gar nichts über meinen Sohn? Oh, er kommt jetzt zu mir. Was soll ich ihm sagen, wenn er hier ist? Sagen Sie ihm, sein Vater vermisst ihn. Oh, okay. Hoffentlich wird er nicht wütend. Oh doch, das wird er. Okay, schnell hoch. Dann kommen wir zum... Kommen wir bestimmt das Zimmer, wenn das noch nicht reinlaufen rein. Okay, ich hätte jetzt eigentlich nicht davon, das hat man wieder nicht gedacht, dass sein Freund, das hätte ja auch sein können, dass dann irgendwie sein bester Freund, mit dem er sein Kumpel, mit dem er in der Kneipe trinken geht und so, das ist ja dann nicht gleich, aber ich meine, das ist. Schön. Ich meine, gut. Früher war das mein Bett. Jetzt schläft ja Duve. Vollkommen matched. Ich wollte jetzt nichts dagegen sagen. Ich meine, ich mache das nicht gerne, aber man lässt mir ja keine andere Wahl. Aha. Wenn das mal nicht die verschollene Akte ist. Und der Verfluss ist ja groß. Das ist seltsam. Die Datenerhebungen enden am 20. Februar diesen Jahres. Entweder wurden die Werte seitdem woanders notiert, oder die Forschung an D54H wurde eingestellt. Das ergibt aber keinen Sinn. Warum sollte jemand unsere beste Alge ausrangieren? Tja, das werden wir wohl noch rausfinden.
die Aktion. Da ist nichts weiter. Das Einzige, was mir die Aktion gebracht hat, ist ein richtig schlechtes Gewissen. Tja. Das ist Lissas. Gut, jetzt haben wir die Akte. Können die nochmal anschauen. Die verschollene Akte der Delta-Alge, unserer leistungsstärksten Algenkultur. Die Datenerhebungen wurden am 20. Februar eingestellt. Was ist an diesem Tag nur geschehen? Ja. Ich muss erst her. Okay, sprechen wir vielleicht mit ihr nochmal rüber. Was geschah am 20. Februar? Warum wurden die Arbeiten an der Delta-Alge eingestellt? Ben, du willst das nicht wissen. Vor 2 Jahren habe ich mich an der Delta-Kultur fast tot gearbeitet. Natürlich will ich es wissen. Es gab einen Unfall. Einen Unfall? Ja, es kam zu einem Brand in der Algenstation. Die gesamte Kultur wurde vernichtet. Was ist mit Proben? Ihr habt doch bestimmt vorher Proben genommen. Nein, es gab einen Fehler in der Kommunikation. Ich dachte, Duwe wäre an dem Tag für die Probenentnahme verantwortlich. Und er dachte das Gleiche von mir. Es war ein dummes Missverständnis. Na, wenn er das nicht angezündet hat. Missverständnis. Wo gehst du hin? Ich will dir nichts unterstellen. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich werde keine Ruhe geben, bis ich herausgefunden habe, was. Warum hörst du nicht auf mich? Es war nur ein Unfall. Ja. Ein Unfall. Wohnkomplex. Sadi, bitte komm. Bent sagt, die Investoren sind überzeugt. Nö, du musst dich geirrt haben. Nein, Faye. Ich habe mich nicht geirrt. Die Alge ist zu schwach. Sie wird die Welt nicht retten. Aber sie hat sogar die Wirtschaftsbosse überzeugt. Du hast das nicht gesehen, was ich gesehen habe. Ich kann nicht mehr daran glauben, Faye. Wir haben einen großen Fehler begangen. Was ist passiert, Sadi? Ich erkenne dich ja kaum wieder. Was soll schon passiert sein? Ich stecke in einer Zeit, die ich nicht verstehe. Meine Freunde sind tot und ich bin allein. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Warum hustest du so viel? Ich weiß nicht. Seit Tagen wird es immer stärker. Ist aber nicht weiter schlimm. Früher oder später sterben wir doch alle irgendwie. Mein Gott, sag doch sowas nicht. Hol dein Medikit und mach einen Scan. Vielleicht bist du einfach nur erkältet. Vielleicht. Was meinst du damit, wir haben einen Fehler gemacht? Ich meine den Phönixplan. Aber der Phönixplan ist doch gut. Wir retten die Welt vor dem Untergang. Delphin sagt, ihr habt in San Francisco einen Überlebenden ermordet. Das war Salvador. Und in Oslo ein Gebäude gestürmt. Und Geiseln genommen. Das musste sein. Sie hätten sonst nicht auf uns gehört. Wo wir auch hinkommen, Faye, wir haben nichts als Leid gebracht. Oder hast du auch irgendetwas ohne Gewalt erreicht? Ich habe Bent überzeugt, mir zu helfen. Wieso zweifelst du so sehr an unserer Alge? Weil sie nicht unsere Alge ist. Ich war in einem Archiv. Da gab es diesen Zeitungsartikel. Norwegische Algenzucht eingestellt. Millionen flossen in Forschung, die keinen mehr interessiert. Ben Svenssons Alge war so schwach, dass nicht einmal die Forscher noch daran glaubten. Aber das verstehe ich nicht. Ben Svensson. Der Svensson. Ich habe auch Barney getroffen. Und den Arzt. Sie alle glauben an Ben und seine Forschung. Sie ist ein Fake. Ben Svensson ist ein gescheiterter Mann. Mach ihm keine falsche Hoffnung. Das macht alles keinen Sinn. Du musst dich einfach irren. Faye, bitte. Du musst mir zuhören. Seit Beginn der Mission haben wir den Menschen nur tot gebracht. Es ist wie ein Fluch. Alle sterben. Hör auf, an die Alge zu glauben und verschwinde von der Insel. Ben Svensson wird sonst sterben. Bitte, Sadi, wenn du meine Freundin bist, dann vertraue mir. Die Alge ist stark genug und Ben Svensson ist unser Retter. Dann wird auch er sterben. Sadi? Ben, wir sind an. Sadi! Sadi! Oh nein, was stimmt denn jetzt wieder nicht?
Okay. Okay, können wir nichts machen. Wir müssen Verbindungssäcke brauchen. Wir müssen irgendwie zurück zum Funkraum. Oh nein, das Kabel an der Antenne hat sich gelöst. Ach, verdammt. Oha. Ah, ist diese Meeresluft nicht herrlich? Man gewöhnt sich dran. Ich sage Ihnen, genießen Sie sie, solange Sie noch können. Ab morgen sind Sie weit weg von hier. Ein gemachter Mann, wie man so schön sagt, in Rio oder New York. Ich persönlich bevorzuge ja Casablanca. Mir egal. Hauptsache weg von hier. Ich habe die Schnauze voll, täglich mein Leben für diesen Svensson zu riskieren. Erst letzte Woche hat mir eine Maschine fast den Arm abgerissen. Oha. Weitere Sabotage. So kann's gehen. Heute reißen Sie der Bohrinsel einen Arm aus. Nochmal, damit Sie es nicht vergessen. Die Alge muss restlos verschwinden, sonst zahlt mein Klient nicht. Ach, wollen Sie das wirklich hier draußen bereden? Nein, natürlich nicht. Lassen Sie mich eben nur noch etwas loswerden. Oh, mein Gott. Was haben diese Menschen vor? Das klang übel. Das mal. Und das mal kein Anschlag auf die Bodensee ist. 24 Uhr und sowas. Können wir von außen vielleicht irgendwie. Arzt. Oh, Papierfetzen. Da kommen wir doch nicht ran. Okay, und nun? Da kommen wir jetzt da wieder hoch? Müssen wir auf die Brücke oder? Okay, wo sind wir hier? Das wurde wohl nicht mehr gebraucht. Vielleicht mal untersuchen. Das ist eine Anweisung an den Funker. Ein Eirik Harkonnen soll sich dringend in der Lagerhalle melden. Ein Faxgerät ist ja lustig. Das ist wieder so ein Faxgerät. Ähnlich dem, das Oggi mir gezeigt hat. Ich glaube, ich weiß auch noch, wie man es bedient. Ich kann das Ding dort reinlegen. Ah ja, hier steht's. Nummer 5, Funkhaus. Eirik Harkonnen bitte sofort in der Lagerhalle melden. Ich wiederhole. Eirik Harkonnen bitte sofort in die Lagerhalle. Sehr schön. Ein Stift. So ein Eirik ist jetzt unterwegs in der Lagerhalle. So, ich komme jetzt an den verdammten Zettel ran. Hier vielleicht. Das muss der Zettel sein, den dieser glatzköpfige Mann runtergeworfen hat. Hey! Oha. Immer das Gleiche. So tollpatschig kann ich doch gar nicht sein. Na, dann holen wir uns den Zettel. Liegt zum Glück sehr gut. Da kommen wir ja ran.
Gerade ist es Wind. Git. Das ist ein benutztes Taschentuch. Tellerman und Partner. Anwälte. Sie sollten sich doch ausruhen und nicht fröhlich die Fassade hoch und drunter klettern. Ein für alle Mal. Mir geht es gut. Was für ein Sturkopf. Was? Ich sagte, machen Sie doch, was Sie wollen. Gucken Sie sich die Bohrinsel an, klettern Sie über Rohre, springen Sie aus Fenstern. Aber kommen Sie nachher nicht angerannt, wenn es Ihnen wieder schlecht geht. Garantiert nicht. Dann haben wir das ja geklärt.